Hallo Leute, willkommen bei der Medieval Dynasty Eintag Challenge. Dies ist Tag 3 und wir haben Herbst. Jetzt werde ich hier mal unsere Kohlköpfe sammeln. So. Ah, ich habe wohl noch Steine einstecken oder sowas. Mal gucken. Oh, das Lebensmittellager ist freigeschaltet. Das ist na prima. Und hier ist noch kein neuer Hase drin. Lege ich die Kohlköpfe jetzt erstmal da rein. So. Dann können wir mit dem Fleisch schon eine Kohlsuppe kochen. Heute Abend vielleicht oder so. Mal gucken, obwohl heute Abend bringt das nicht viel. Weil dann werde ich ja sowieso gesättigt über Nacht. Aber auf jeden Fall können wir jetzt eine Kohlsuppe schon kochen. Das ist doch gut. Und ich werde vielleicht auf dem Rückweg nochmal Fladenbrot einkaufen. Wobei es ist die Frage, ob ich das brauchen werde. Ich lege zumindest mal zwei von denen in die Kiste. Dort halten sie ein bisschen länger. Ja, ich habe hier noch ein paar Beeren zu verkaufen. Das ist gut. Soll ich das Trockenfleisch auch mal rüberlegen? Ja. Kohlsamen. Oh, jetzt habe ich 7 Kohlsamen. Das ist gut. Den Pelz will ich verkaufen. Stock ist nicht der Rede wert. Was ist so schwer? Steinmesser habe ich. Die Hacke. Die brauche ich jetzt ja nicht. Und die Fackel, da lege ich auch mal 2 weg. Okay, jetzt wird es schon besser. Und ich denke mal, da mache ich wirklich noch einen Speer. Nee, ich werde heute wohl noch nicht aktiv jagen, aber wenn dann die Wölfe kommen, dann bin ich bereit. Und zwar mit der Axt. So. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach Gustovia. Und dann zum Sambor. Und ich überlege, ob ich hier irgendwie Geld verdiene, technisch noch was mache, außer die Beeren verkaufen. Ist, glaube ich, nicht so dringend nötig. Und demnächst brauche ich wieder Dünger. Also im Frühling will ich dann vielleicht Zwiebeln anbauen. Na, ich gehe jetzt erstmal unverdrossen zum Sambor. Vielleicht kann ich dem ja auch die Beeren andrehen. Und auf dem Rückweg gehe ich dann bei Jarognjewa vorbei und kaufe noch Fladenbrot. Vielleicht. Vesbora, die ist richtig gut. Und du? Dagobert? Bist du der Dagobert? Nein, das ist ein anderer Dagobert. Vsebora. Schwer auszusprechen. Jo, meine Liebe, hast du einen Moment Zeit? Na, hübsch ist sie. Wie ist es dir denn so ergangen? Jo, neutral, sagt sie. Und bei der Arbeit sagt sie bestimmt, sie wäre lieber in der Nähstube. Nein, 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 das findet sie gut. Sie genießt, was sie tut. Ja, super gut. Aber jetzt hat sie keine Zeit mehr. Und sie flirtet noch nicht mit mir. Genau. Oh, ich bin zu jung für sie. Und es macht nichts. Dich hätten wir aber trotzdem gerne in unserem Dorf. So. Und ich sollte noch Breitwegeriche sammeln. Mal gucken, wie viel ich schon habe. 10. Das ist ein bisschen wenig. Das kann in einem
in einem Wolfsangriff schon zu knapp werden. Da sind welche. Habe ich die jetzt hier? Ah ne, die sind weiter weg als gedacht. So. So. Ja, im Herbst sind die besonders schwer zu sehen. Ich will jetzt keine Steine sammeln. Ich brauche jetzt nur Breitwegeriche, weil ich in die Gefahrenzone gehe. So. Ich meine, mit 20 Breitwegerichen kann man es zur Not schon mal versuchen. Weil mit 10 Breitwegerichen kriegt man ja eine Komplettverletzung geheilt. Aber wenn da mehrere Wölfe sind, dann ja, dann erwischt es einen leicht mal mehrmals hundertprozentig. So. Also ich bin ja nicht die reaktionsschnellste. Wenn die dann ankommen, dann bin ich gleich schon zu 50% umme, bevor ich überhaupt nur Papp sagen kann. So. Ja, das ist doch hier mal ergiebig. Da sind noch welche. Und dann sollte ich mich hurtig auf den Weg machen. Ich meine, einerseits wäre es ja ganz gut, wenn mich ein Wolf angreift, weil dann hätte ich schon mal dieses Kapitel erledigt. Und andererseits verzichte ich da auch gerne drauf. Dann kann es halt sein, dass ich dann morgen in Denitzer auf Wildschweine stoße. So, wie viel haben wir denn? 42. Ich denke mal, damit kann man es wagen. Trotz leichtem Regen sieht es irgendwie schön aus. Und ich muss mich so richtig zusammenreißen, nicht überall die Stöcke zu sammeln. Aber das bringt ja nichts, wenn ich da überladen hinlatsche. Auf dem Rückweg könnte ich ein paar Stöcke sammeln. Wobei ich ja momentan noch keine Löffel schnitzen kann. Ich guck mal, wann ich das kann. Ressourcenlager ist noch nicht freigeschaltet. Jagd tut auch nicht. Lebensmittellager geht schon, ja. Werkstatt geht noch nicht. Okay, also dauert noch ein bisschen. Ist hier nicht noch größere Breitwegerichbestände? Irgendwie nicht. Und Pilze? Ja. Sammle ich immer leidenschaftlich gerne. Aber ist ein bisschen zu mühsam für das, was man damit verdienen kann. Kostet zu viel Zeit. Ja, das merke ich schon. Hier bei dieser Challenge muss man halt mehr drauf achten, dass man sich seine Zeit gut einteilt. Dass man nicht zu viel macht, was viel Zeit kostet und wenig bringt. Das ist anders, als wenn man sonst spielt. So. Gut, den Trinkschlauch haben wir. Oh, hier gibt es auch noch Breitwegerich.
So. Aber eigentlich wollte ich hier die anderen Sachen einsammeln. Diese komische Mütze. Da, genau. Hier noch Eisenbolzen. Die habe ich zwar noch nie gebraucht, aber ist nice to have. Ich denke mal, das war es dann im Wesentlichen. Der Trinkschlauch ist sowieso das Interessanteste. So, weiter geht's. So. Jetzt kann jederzeit dieses Wolfsgeheul kommen. Aber ich bin hier auch schon oft lang marschiert, ohne dass Wölfe kamen. So. Sambor, bist du da? Wo steckst du? Er ist weg. Weit und breit kein Sambor. Gibt's das? Ja, hier ist niemand. Weit und breit nicht. Aber ich muss ja hingehen, oder? Da wäre dann ja schon mal Unigus Geschichte, sprich mit Sambor. Da mache ich hier mal das dem folge ich mal. Hier, 8 Meter. Also ist er doch hier irgendwo. Ne. Ach, da ist er. Hey. Hast du dich unsichtbar gemacht? Wer bist du und was willst du? Ich bin Razimir, Jordans Neffe. Ich hörte, du hast Bedenken bezüglich der Wölfe. Jordan, ein großer Mann. Es ist eine Schande, dass wir ihn verloren haben. Wenn du nur halb der Mann bist, der er war, bist du vielleicht meine Zeit wert. Also, worum geht es? Also wegen der Wölfe. Es gibt zwei Rudel, die zu schnell groß geworden sind. Das eine hat die Ebenen zwischen Hornitzer und Gostovia durchquert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Unigusts verfaultes Fleisch beißen werden. Das andere versammelt sich um den See im Süden. Ich wette, dass sie bald nach Denitzer kommen. Sollen wir sie töten? Ein Rudel töten? Dazu bräuchtest du eine große Jagdgesellschaft. Und selbst dann würden wir viele gute Männer verlieren. Nein, aber die Dorfbewohner sollten alarmiert werden und vorbereitet sein. Sicher, ich werde dafür sorgen, dass sie vorbereitet sind. Na prima. Gut, dann zeig mir doch mal deine Ware. Da, jetzt kann ich mit ihm sprechen. So, der kriegt jetzt meine leicht angegammelten Beeren. Und dann habe ich hier ja noch ein Messer gemacht. Wird erstaunen. Und hat er irgendwas, was ich von ihm kaufen will? Er verkauft Fleisch. Ich meine, ich könnte ja 2 Fleisch von ihm kaufen, dann kann ich mir damit auch Suppe machen. Die hält ja auch eine Weile. So. Es ist ja nicht so teuer, das Fleisch. Und momentan habe ich ja noch keine eigene Jagdbeute. Aber das ändern wir bald. Gut, und er verkauft auch Leder. Aber das wird sich auch bald ändern. Also er verkauft weiterhin Leder, aber ich werde hoffentlich keins mehr kaufen müssen. So, dann eilen wir jetzt zügig, hurtig zurück nach Gostovia, um dem Unigus die frohe Kunde zu bringen, dass die Wölfe bald in sein verfaultes Fleisch beißen werden. Und dann kriege ich ein Pelzmützchen. Das werde ich ja morgen brauchen.
Insofern war das gut, dass wir diesen Besuch noch erledigt haben. Und die Wölfe waren nicht da. Wenn man mit ihnen rechnet, dann lassen sie einen in Ruhe. Ich werde schon noch auf mein angreifendes Tier stoßen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. So, dann werde ich da unten erstmal trinken. Und vielleicht sammle ich ein bisschen Stroh. Ja. Denke schon, weil hier gibt es gute Strohmengen. Und das werde ich ja auch bald wieder brauchen. Und Stöcke sammle ich dann auf dem weiteren Rückweg. So, ja, da sind die Strohmengen. Ich trinke jetzt erstmal was. So. Und fülle meinen Wasserschlauch. So. Da werde ich mich dann auch morgen in Denica freuen. Gut. So. Und jetzt hier schön Schilf sammeln. Und vielleicht sollte ich schon auch noch ein bisschen breitwegerig sammeln, wenn ich noch welchen finde. So. Wäre gut, wenn ich schon mal genügend Stroh hätte für, sagen wir mal, ein weiteres Haus und eine Werkstatt. Das wären, sagen wir mal, ein 100er. Dann habe ich da ordentliche Reserven. Schauen wir mal. So, oh, das Maultier ist gar nicht so weit weg. Ach so, doch ist es. Ja, hier mache ich weiter mit dem Überlebenskünstler. Es kann sein, wenn ich den Überlebenskünstler voll habe, dass ich selber dann fast nichts mehr essen muss. Obwohl ich ja keine Sondereinstellung gemacht habe. Aber man wird ja beim Jahreszeitenwechsel immer voll gesättigt. Und ja, da muss ich eigentlich nur noch gelegentlich mal essen. Weil ich werde weniger schnell hungrig. Da muss ich wahrscheinlich gar kein Fladenbrot mehr kaufen. Und die Kohlsuppe, die koche ich dann auch erst, wenn das Fleisch droht, schlecht zu werden. So. Jetzt haben wir genug. So. Also werde ich der Jarognjewa auch gar keinen Besuch abstatten. Gut. Die Frage ist, was mache ich dann mit diesen schönen Stöcken? Messer schnitzen und verkaufen, weil dann krieg ich Crafting-Punkte und kann die Werkstatt bald bauen. Und dann kann ich ja mit der heiligen Löffelschnitzerei beginnen. Jetzt schlagt ihr bestimmt schon die Hände über dem Kopf zusammen. Was? Sie will wieder Löffel schnitzen? Nein!
Das mache ich aber dann nur so lange, wie es nötig ist. Also wenn ich dann Eisenpfeile machen kann, dann werde ich Eisenpfeile schnitzen. Und die Bevölkerung wird dann ihre Dörfer verbarrikadieren. Da kommt er wieder, da kommt er wieder. Also, er, Razimir, mit den Löffeln. Und dann später, oh nein, nein, wir haben schon viel zu viele Eisenpfeile. Sag ich Ihnen dann, geht doch auf Handelsreisen damit. So. Jetzt brauche ich ein paar Steine. Jetzt kriege ich die Löffelitis. Die Stockitis. Weil ich zu viele Stöcke habe. Oh, und ich wollte noch breitwegerig, weil das kann man ja im Winter nicht sammeln. Gucken. Oh, hier gibt es ein paar. So. So. Also für den Breitwegerich bin ich ja schon sehr froh über diese Spezialansicht. Den würde ich sonst meistens nicht finden. Und ich habe da gerne gute Bestände. Also sicher fühle ich mich eigentlich erst ab 100 im Inventar. Ja, und Johanniskraut kann man auch mal verkaufen. So, 55 habe ich jetzt. Das ist noch weit weg von meinem persönlichen Sicherheitsgefühl. So. Gut. Ich meine, es wird mehr. 64. Und wenn ich sage, ich muss jetzt damit über den Winter kommen, dann ist es ja auch nicht so, dass der Winter sich dann Ewigkeiten hinzieht, sondern das ist ja auch nur ein Tag. So, jetzt schnitze ich mal ein paar Messer, damit es auch wieder leichter wird. So. Da hinten geht es noch weiter. Vielleicht sollte ich mich hier schon mal in meine Heimatregion bewegen. Und diese Breitwegeriche, die sammle ich jetzt hier noch ein. Und dann werde ich mal nach Hause latschen. Damit ich nicht so viel im Dunkeln gehen muss. So. Da sind noch welche. 79, ne? Das ist doch schon ganz gut. Damit kann man ein paar Schweine überstehen oder Wölfe. Die kann ich dann noch verkaufen, die Johanniskräuter. Also zumindest einen ordentlichen Teil. Vergiftung passiert mir nicht so oft. Höchstens mal, wenn ich aus Versehen was Falsches esse. Aber da brauche ich keine Hunderte im Inventar. So, ich guck mal, wie das mit den Messern aussieht. Ah ja, Stöcke habe ich reichlich. Eher zu wenig Steine. Sammle ich noch ein paar Steine. Ach ja, und ich wollte ja nach Hause gehen. So, bevor ich hier schwerst überladen bin und kein Fladenbrot kaufen.
Auch wenn das ein wenig traurig ist. Ich gehe gerne Fladenbrot kaufen. So. Ich glaube, mit der Fretznika oder wie die heißt, habe ich heute schon gesprochen. Das sind jetzt alles Einheimische. Da, mit Vespora. Bist du in die Kneipe gegangen? So. Nee, sie ist noch nicht wieder so weit, mit mir zu sprechen. Ich komme dann erst wieder im Frühling vorbei. Aber hallo. So. Irgendwie finde ich das ganz cool, so verkehrstechnisch nah zu wohnen. Natürlich nicht zu allen Orten, klar. Aber zu 5 relativ wichtigen Orten. Da ist ja schon was gewonnen. Okay, jetzt ist die Fackel kaputt. Ich habe nur noch eine. Aber in meiner Kiste habe ich ja noch welche. Gut. Jetzt schauen wir erstmal, was ich so weglegen will. Stücke Stroh. Stroh war ja als Reserve gedacht. Das passt hier auch noch rein. Und ich habe vergessen, den Pelz zu verkaufen. Und die Stöcke, die lege ich vielleicht nebenhin. So. Ah, ein Messer kann ich noch daraus schnitzen. So. Und die restlichen Stöcke lege ich weg. Gut, da liegen sie. Was habe ich sonst noch? Die Federn. Heben wir die auf? Ja, die tue ich vielleicht in die Kiste. Steinmesser. 4 Stück sind jetzt ja nicht die Welt. Okay. Dann leg ich mal hier rein, was ich so nicht brauche. Das Essen vielleicht komplett, damit es länger hält. Und den Hammer brauche ich aktuell nicht. Aber ich könnte mir noch eine Steinaxt bauen, damit ich morgen in Deneza nicht Zeit verbringen muss mit Stock sammeln. Und ich könnte mir noch Fackeln bauen. Beziehungsweise ich nehme einfach eine Fackel mit und man braucht, glaube ich, 2 Steine und 10 Stöcke für eine Axt. So. Oh, ich war nicht beim Unigust. Ich muss nochmal zurückgehen. Wie spät ist es denn? 19 Uhr, das geht. So was Blödes, aber... Ich habe ja den Auftrag noch gar nicht, zum Dagobert zu gehen. Und ich habe die Pelzklamotten noch nicht gekriegt. So. Tja, da war ich so auf dieses... Ich will noch zu Jarognjewa gehen und Fladenbrot kaufen und habe das dann abgesagt und dann dachte ich, schon brauche ich in Gostovia gar nichts mehr. Und das stimmt ja gar nicht. Dann kann ich dem auch noch meine Messer andrehen. So, okay. Was hat Sambor also gesagt?
Nun, er ist ein Einzelgänger, der durch die Wälder streift, aber er kennt das Wild hier in der Gegend und er glaubt, dass sowohl Gostovia als auch Denitzer bald mit Wolfsangriffen rechnen müssen. Ich hatte befürchtet, dass es so etwas sein würde. Nun, hier ist deine erste Belohnung. Mit freundlicher Genehmigung der letzten Steuereintreibung, der Sambor tatsächlich nachgekommen ist. Was wirst du tun? Ich werde mich um die Verteidigung hier in Gostovia kümmern. Aber bitte sorge dafür, dass auch Denitzer vorbereitet ist. Geh dorthin und überzeuge Dagobert, Palisaden zu bauen. Sie werden zu allem bereit sein. Ich gebe dir mein Wort. Ich bin ein ganz schön naives Kerlchen. So, und du kriegst jetzt hier noch ein paar Steinmesser angedreht. Gut, sonst habe ich aktuell nichts zu verkaufen. Jo, ich ziehe dann mal wieder von dannen und kümmere mich um die Dagobert-Geschichte. Na, immerhin haben wir das schon geschafft. Wir haben auch Pelzklamotten, die ziehe ich gleich mal an. So. Und die Pelzhaube. So. Dann frieren wir nämlich gar nicht erst, wenn es morgen Winter ist. Na, das ist schon ein bisschen komisch, so quasi ab Mittag nichts mehr essen zu müssen und vormittags auch nicht, weil eigentlich immer Jahreswechsel ist. Also Jahreszeitenwechsel. Ist schon ein echter Vorteil. Aber manchmal werde ich was essen. So, was werde ich denn jetzt noch sinnvollerweise tun? Ich habe die Steinaxt noch nicht gemacht, weil ich in aller Eile weggerannt bin. Die werde ich jetzt noch machen. Gut. Und den Pelz, ja, den hätte ich jetzt dem Unigust verkaufen können, aber gut, der ist jetzt kein Problem. Können wir auch noch dem Dagobert andrehen. Und dann werde ich wohl beim Dagobert Fackel, reicht mir das? Überleg. Ja, also ich mache das dann wie bei dem letzten Mal auch, dass ich dem Dagobert immer die Stöcke, die sich ansammeln, gleich verkaufe. Das bringt zwar nicht viel Geld, aber dann bin ich nicht ständig überladen. Und ich fäll einfach hier jetzt schon mal ein, zwei Bäume. Dann habe ich gleich schon was mitzubringen. Dann ist das auch schnell erledigt. Und dann werde ich versuchen, auf dem Rückweg Steine zu sammeln. Und mir dann eventuell, wenn ich überladen bin, ein Lagerfeuer bauen. Mit dem ich mich dann in den Frühling beame. Das wäre so mein Plan. So. 27. Na, ein paar kann ich noch nehmen. So. Ach, ich mache hier noch irgendwie im Flussbereich weg. Ah, Hasenfalle. Sehr gut. Stellen wir nochmal auf. Ich baue jetzt auch absichtlich keine Herbst- und Winter-Sachen auf dem Feld an. Weil ich das einfach gar nicht brauche. Oh. Gut, ein neues Level in der Gewinnung. Das ist sehr gut. Dann gucken wir mal. Gewinnung. Da ist das Maultier ja auf der dritten Stufe. Okay, ich kann jetzt also erstmal nur in der untersten Stufe, dann nehmen wir das da. Und beim nächsten Mal könnte ich dann, das ist Naturgewalt, oh, hält die Axt länger. Ja, nehme ich das und dann
ist danach schon das Maultier. Okay, jetzt bin ich schon überladen. Dann gucken wir mal. Das Fleisch kann ich auslagern. Vielleicht kann ich noch ein paar Sachen weglegen. So. Gut. 600 Gramm muss ich loswerden. 7 Rundholz habe ich. Dann lassen wir die Stöcke hier. Und schon kann ich's tragen. Ja. Gut, gut. Dann würde ich sagen, dann gehe ich jetzt mal schlummern. Und dann bin ich hoffentlich... Ich guck mal, ob ich schon bereit bin. Weil morgen ist die Zeit dann knapp. Ein Steinmesser reicht. Äxte müssten auch reichen. Fackel müsste reichen. Getränk habe ich. Ja, Federn kann ich noch weglegen. Und die Pelze verkaufe ich gegebenenfalls. So, die legen wir noch weg. Die Rundhölzer will ich ja mitnehmen. Zu essen. Was wiegt das Trockenfleisch? Ein paar Trockenfleisch kann ich mir dann morgen früh noch einpacken. Eins oder zwei. Okay, also, schlafen wir mal. So. Okay, gut. Jo, wunderbar. Es ist Winter. Dann nehme ich mir... Fladenbrot ist... Ja, doch, ein Fladenbrot könnte ich nehmen. Das will ja auch am dringendsten weg. Okay. Dann, weil das ist dann beim nächsten Mal vergammelt. Tja. Wie gut, dass ich nicht noch mehr Fladenbrot gekauft habe. Und... Das Fleisch sollte ich... Am besten jetzt verkochen. Denn ich glaube, das verliert jedes Mal 25%. Da muss ich mir, wenn ich das schon kann... Das müsste hier sein. Ich kann mir noch gar kein Kohlsuppenrezept kaufen. Nein! Ja, da muss ich Messer schnitzen wie bekloppt. Okay, dann... Fleisch kann ich aber schon braten. So. Okay. Nein. Kochen. Ja, braten kann ich's schon. Dann ist das wenigstens schon mal gerettet. Für... die nächsten 2-3 Jahreszeiten. Gut. Okay, das war's dann aber mit der Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.